man sieht ja irgendwie von Matching Night zu Matching Night, dass die Strategie nicht so klappt. Hat ja irgendwie wahrscheinlich einen Grund. Also vielleicht sollte einfach mal wirklich jeder das tun, was er wirklich denkt, wer sein Perfect Match ist. Wir können auch viele wieder ausschließen, die was jetzt zusammengesessen sind. Guck mal, wir können gar nichts, hast du ja gesehen. Wir können gar nichts. Also was hier gerade stattgefunden hat. Seid doch mal optimistisch. Jeder soll das machen, was er für sich richtig hält. Wenn die Person weg ist, gibt es eine zweite Wahl. Wenn die Person weg ist, gibt es eine dritte Wahl. Und jetzt sollten wir uns einfach mal selber darum kümmern, dass wir das lernen. Fertig. Ohne diese Politik. Und das in der Matchbox dann herausfinden. Ach. Man hätte von Anfang an ein gewisses System fahren können, aber da müssen alle mitmachen. Das wurde zweimal gefixt, komplett. Ich hab von Anfang an gesagt. Ja, nee, von Anfang an hast du reingeschissen. Das war der Grund, warum das von Anfang an nicht funktioniert hat. Dann habe ich mir schon gedacht, was redest du da schon wieder? Tu mal nicht so, als ob du hier irgendwelches Wissen hervorheben kannst. Du bist maximal gegen Bus gelaufen und das ist allen klar. Nein, aber warum lügst du denn rum? Du tust hier, du willst hier gerade bei ein paar Leuten reinreden in die Mitte und sagst so, ich habe von Anfang an gesagt, nein, du hast von Anfang an maximal reingekackt und der Köder war gerade nicht zu beseitigen. Du kannst doch nicht als der Virus in dieser Strategie sagen, ich hab's euch doch gesagt, es funktioniert nicht. Da platzt mir die Krawatte, ja. Also wenn ich dann mitkriege, dass die Person sagt, ich hab's von Anfang an gesagt, dann ist es eine maximale Verarschung. Aber deine das Meinung entjuckt mich auch gar ja, nicht. Ja, juckt auch nicht, du sollst dich auch nicht kratzen, Punkt. Aber ich sag einfach, kratz was ich mich denke. Auch nicht, weil du mir so egal bist. Ja, ich kratze dich bestimmt nicht, Sunshine, sonst habe ich 98 Kilo Belag auf meinem Händen. Richtig, du merkst ja ganze Zeit, dass ich dich kein einziges Mal in dieser Show irgendwo dumm angegriffen habe und du es ganze Zeit machst, auch bei anderen Frauen. Deswegen lasse ich mich gar nicht auf dieses Herablassen hier. Guck mal, ich höre dir zu, rede weiter. Man kann mit ihm irgendwie keine normale Konversation führen. Kennst du, wenn jemand Scheiße baut, wenn jemand Scheiße macht, kann man das erwähnen, oder nicht? Aber dann von allen Seiten mal Blümchen. Wir sind hier nicht auf der Hochzeit, wo alle Blumen werfen, wenn jemand reinscheißt. Aber ich glaube, sie war auch nicht die Einzige, die reingeschissen hat. Nein, war sie nicht. Ich habe niemals gesagt, sie war die Einzige. Ja, ich habe gesagt, du bist einfach respektlos. Ja, Langer, wie soll ich denn mit dir arbeiten? Der kann ich mir auch mit Toaster unterhalten. Der macht zumindest ab und zu mal Klick und dann kommt das raus, was ich denke, was richtig ist. Du kannst einfach nicht normal reden. Wei, muss ich mich zurückhalten hier. Willst du mir sagen, dass du diese Menschen, alle, die hier sind, mit Respekt behandelt hast, mit deinen Äußerungen und deinen Handlungen? Oh mein Gott, Alter, Dankeschön. Das hat gar nichts damit zu tun, wenn ich auf mein Alter? Bauchgefühl gehört habe, ja, Bauchgefühl. Oder? Okay, hättest du mal weniger schlechte Sachen gegessen in dem Moment. Sie weiß gar nicht, was sie tut und sie scheißt permanent rein. In jede Situation. So, und deswegen ist Valentina eine absolute Currywurst für mich. Also kann ich nicht anders. Aber angemalte Currywurst. Und ich bin hier der Buhmann. Ich habe das ganze Spiel kaputt gemacht. Ich habe selten so einen ekelhaften Menschen gesehen. Also so unnormal respektlos, wirklich. Ich lache ihn nur noch aus, weil ich weiß, dass er sich nicht anders zu helfen weiß. Ich finde es halt schade, weil, ich weiß nicht, so gewinnt man halt auf jeden Fall keinen Blumenpott und schon gar nicht eine Frau. Ihr wollt noch mehr Are You The One? Dann schaut euch die Videos hier an. Und wenn ihr die ganze Staffel sehen wollt, dann hier.